Ja, ich grüße wieder alle, die sich hier auf meinem Kanal verlaufen haben und möchte heute mit diesem Video die Serie abschließen, was da heißt, Personen, Objekte freistellen in Photoshop. Ja, damit wollte ich jetzt das letzte Video erstellen. Vielleicht für den einen oder anderen Neuland, aber lasst uns direkt ins Programm gehen. Wollen nicht lange umhin reden. Öffne Photoshop. Ja, worum geht es im Einzelnen? Also Photoshop hat ein Werkzeug, was bei den meisten recht unbeliebt ist. Und darum werden jetzt, wenn ich darauf zu sprechen komme, die meisten auch wieder abschalten. Ich muss gestehen, bei mir war das auch der Fall, bis ich mich halt mit diesem Werkzeug näher beschäftigt habe. Ja, auch hier habe ich etwas vorbereitet. Ich ziehe mir die Datei mal von meinem Desktop hier rein. Mal Doppelklick auf die Hand, so dass ich das auf der ganzen Fläche eben habe. Und zwar geht es um das Pfadwerkzeug, wobei Photoshop von Hause aus das Teil, das findet ihr hier in der Werkzeugleiste. Und bei denen heißt das Zeichenstiftwerkzeug. Was für ein Zungenbrecher. Naja, ich nenne es immer Pfadwerkzeug aus dem ganz einfachen Grund, weil wir auch einen Pfad erstellen. Ja? Das würde der Sache eigentlich besser zu Gesicht stehen. Aber egal, wie gesagt, wenn ihr das Pfadwerkzeug nicht findet, hier, das nennt sich Zeichenstiftwerkzeug. Da klicke ich mal drauf. Alternativ dazu kann ich auch den Buchstaben P drücken. Und dann seht ihr, wie sich der Cursor in solch eine Füllfederhalterspitze verändert hat. Und hier oben die Attributleiste hat sich verändert. Dann nimmt er bitte folgende Einstellungen vor, ohne jetzt auf diese Einstellungen näher einzugehen. Also ich erkläre dieses Werkzeug jetzt lediglich aus der Sicht, um Formen, egal welcher Art, freizustellen. Da stellt ihr hier oben ein, wenn es nicht da schon steht, den Pfad, hier oben links beginnend. Dann geht ihr hier auf dieses Zahnrad, möchte ich es mal nennen, macht ihr mal einen Linksklick drauf. Da könnt ihr noch die Stärke der Linien einstellen, die wir nachher ziehen werden. Ich komme in der Regel so mit 1 bis 1,2 Pixel mit aus, werde zu diesem Zweck hier, damit ihr diese Linien auch besser seht, auf 1,5 Pixel gehen. Ja, das könnt ihr also hier verändern, markiert es und schreibt da eben eure Pixelzahl rein. Da müsst ihr mal ein bisschen ja, experimentieren, was da für euch am besten passend ist. Ferner könnt ihr hier auch noch die Farbe dieser Hilfslinien euch aussuchen. Ja, grün ist mein Lieblingsding. Ich lasse es bei grün. Und dann seht ihr hier den Eintrag Gummiband. Ich habe das lange Zeit ohne dieses Gummiband gemacht, weil es ja etwas für den einen oder anderen, für mich seinerzeit auch, irritierend war. Aber ich würde euch empfehlen, dieses Gummiband von Anfang an drin zu lassen. So, das wäre es auch schon gewesen an Einstellungen. So, und was kann ich jetzt? Ich kann jetzt mit diesem Füllfederhalter, kann ich jetzt Linien ziehen. Das heißt, ich markiere einen Punkt, dann seht ihr das, das zieht eben diese Linie hinter sich her, geht zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt. Und wenn ich am ersten Punkt wieder angekommen bin und somit den Pfad schließe, habe ich eine Auswahl erstellt. Punkt um.
Das machen wir rückgängig. Das wäre ja jetzt nicht der Clou bei diesem Werkzeug. Der Clou bei diesem Werkzeug ist ganz einfach, dass ich hier auch Rundungen mitzeichnen kann. Also ich habe links einen Punkt gesetzt, setze wieder einen Punkt, setze einen Punkt und halte die linke Maustaste gedrückt und kann dann diese Linie so, wie ich will, verformen. Ich halte die linke Maustaste gedrückt und kann dann sämtliche Radien ziehen auf diesem Weg, den ich markiert habe, wie ich möchte. Okay? Und dann geht's weiter. So. Vielleicht habt ihr auch schon etwas gesehen, was euch vielleicht mal, der es also noch nie benutzt hat, beziehungsweise wer gerade damit angefangen hat, schon aus dem Konzept bringt. Ich zeige es nochmal. Ich zeige es nochmal. Ich nehme das mal auf hier. Also ich setze einen Punkt mit linker Maustaste, den nächsten mit der linken Maustaste. Und hier halte ich die Maustaste jetzt gedrückt und ich kann meine Linie ziehen. So, und da Photoshop mitdenkt, ist der Algorithmus so gepolt, dass der diese Kurve weiterzeichnet. So, jetzt will ich aber nicht diese Richtung gehen, sondern ich will die andere Richtung gehen. Oder ich will eine Gerade ziehen. Was mache ich dann? So, und da kommen wir zu den, da kommen wir zum Titel, den ich gegeben habe. Hier brauchen wir den ersten Shortcut, beziehungsweise benötigen wir die Alt-Taste. Wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, verschwindet der Weg und ich kann hier auf den von mir letzt erzeugten Ankerpunkt drücken mit der linken Maustaste. Und somit habe ich das Lasso, ja, ich sage es mal so, entsperrt. Und jetzt kann ich den Weg wieder gerade gehen. Ziehe ich wieder eine Kurve, habe ich das, wenn ich dann jetzt wieder gerade gehen will, habe ich wieder das gleiche Problem. Was heißt Problem? Wir drücken dann die Alt-Taste, gehe auf den letzten Ankerpunkt und kann wieder meine Gerade ziehen. Wir machen es mal am Objekt. Dazu habe ich mir diese Form hier mal erstellt. Wichtig wäre, dass ihr ja, das Objekt der Begierde, das, was ihr freistellen wollt, auch in der nötigen Größe erweitert, um eben auch klare Linien ziehen zu können. Also ich setze meinen ersten Punkt, setze meinen zweiten Punkt. Und jetzt kommt die dritte Taste im Spiel, ins Spiel. Um jetzt mein Objekt verschieben zu können, drücke ich die Space-Taste bzw. die Leertaste. Somit aktiviere ich das Handsymbol und kann somit meine Datei verschieben. Setze wieder einen Punkt, drücke wieder die Space bzw. die Leertaste. Nehme mir einen Punkt mittig. Ja, Weltmeister versuchen, das in einen zu ziehen. Davon würde ich abraten. Zumal auch dann, wenn man beginnt. Also ich gehe jetzt hier auf die Mitte von diesem Kreis und ziehe jetzt hier meine Kurve. Und ihr seht, langsam drücke immer die linke Maustaste, bleibt gedrückt. Und voilà, habe ich die gesetzt. So, und wie ihr jetzt seht, nimmt er auch wieder diese Krümmung an. Da setze ich meinen Punkt hier unten, halte gedrückt,
ziehe, 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 ziehe. Und siehe da, jetzt kommt mir der vorgegebene Weg von Photoshop gelegen, indem der mehr oder weniger diese Rundung nachzieht. Ich drücke wieder auf die Leertaste. Ihr seht, hier muss ich wieder dieses Band entsperren. Das heißt, ich drücke auf Alt, drücke auf den letzten Ankerpunkt. Und jetzt kann ich wieder eine Gerade ziehen. Da gehe ich bis hier hinten hin, klicke. Solange ich die Gerade habe, kann ich auch aus dem Blickfeld rausgehen, weil eine Gerade ist eine Gerade und insofern wird er mir das auch hier so ziehen. Jetzt kommt wieder eine Rundung. Das heißt, nehme hier wieder mittig einen Punkt, ziehe wieder, ziehe wieder, ziehe wieder. Ja. Hier bin ich ein bisschen abgegangen. Das heißt, ich muss etwas kleiner ziehen, damit ich diese Rundung auch sehen kann. Sonst komme ich aus dem Blickfeld heraus. Ziehe, ziehe, ziehe. Immer ruhig Blut dabei. Auch hier seht ihr, das kommt wieder fast aus. Gehe wieder auf den nächsten Ankerpunkt. Kann das jetzt wieder sehr vorsichtig hier ziehen lassen. Ja. Das funktioniert nicht ganz, aber das werden wir nachher ändern. Hier mache ich wieder drücke ich wieder die Alt-Taste, entsperre das wieder und kann da wieder lang gehen. Ja, solche Radien, da kann man sich mal dran versuchen und mit einem Klick versuchen. Ich mache das mal. Und siehe da, das funktioniert sogar. Das funktioniert eben nicht. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Darum macht es dann lieber etwas kleiner. STRZ mache ich wieder rückgängig. Ziehe, 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 ziehe. Na, was ist denn los hier? Aber auch das passiert auch mir ab und zu mal, aber dafür gibt es die SRG-Z-Taste und voilà, das passt. Drück wieder Alt, entsperren und setz wieder den Ankerpunkt. Auch hier, das sind so dankbare Dinge, sage ich mal, das wird hervorragend funktionieren. Seht ihr das? Auch hier wieder. Bin am Ende angekommen. Schließe den Pfad. Drücke mal auf STRG 0, sodass das Bild im Ganzen zu sehen ist. Und um jetzt diese Auswahl zu erstellen, mache ich einen Rechtsklick und in dem Menü klicke ich auf Auswahl erstellen. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Einstellung. Da ich sehr viele Composings mache, habe ich bei mir immer ein Pixel eingestellt. Das kommt ein bisschen auch auf die Größe vom Objekt an. Zwischen 1 und 2 Pixel habe ich das dann immer stehen. Glätte auch die Kanten und eine neue Auswahl erstellen. Wer jetzt natürlich krasse, harte Kanten haben will,
der setzt das Ding natürlich hier auf Null. Ja? Ich lasse das jetzt mal hier auf einem Pixel stehen, bestätige das mit OK. Und somit habe ich meine Auswahl erstellt. Jetzt brauche ich nur noch lediglich hier eine Maske drauf zu machen. Und damit können wir das mal sehen, wie das dann geworden ist. Mache ich mal darunter eine Farbfläche, am besten ein Schwarz. Und schon ist das erstellt. Solche Dinge, die dann hier sind, naja, die sind ganz leicht, sind die eben zu handhaben. Da nehme ich mir dann, einen Pinsel. Mach das mit Rot. Und zack. Und hab das dann in Windeseile retuschiert. Und fertig. Aber es ist natürlich so, ihr würdet ja solch einen Hintergrund, würdet ihr ja nie, sage ich jetzt mal, wenn ich den hier sehe, na, ich mache mal direkt rückgängig hier, was wir hier machen. So, das würdet ihr ja nie mit dem Fahrtwerkzeug machen. Hier, das würde man ja mit Motiv auswählen machen. Wenn man solch ein krasses Ding hätte, ja. Da braucht man jetzt nicht unbedingt das Fahrtwerkzeug. Das war nur, um euch zu demonstrieren, wie man so etwas macht. Und viel interessanter ist es dann eben mit solchen Dateien. Da kann ich das mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier drauf bin und zum Beispiel das Motiv auswählen Werkzeug sehe oder nehme, dann sieht das auf dem ersten Blick sieht das gut aus. Aber wenn ich da mal genauer hinschaue, dann sind doch da sehr viele Dinge, die ausgebessert werden müssten. Ja? Also ihr seht das, überall da, wo die Kontraste nicht so stark sind, hat dann Photoshop seine Grenzen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich noch über Auswählen und Maskieren, dann könnte ich das noch machen und tun, aber ihr könnt es mir glauben, es wird nicht funktionieren. Es wird jedenfalls nicht so funktionieren, dass ihr eine perfekte Auswahl habt. Und das möchte ich hier an diesem Auto euch nochmal zeigen, wie schön dann mit diesem Werkzeug, wenn ihr euch da mal mit beschäftigt habt, wie schön damit zu arbeiten ist. Ja, ich gehe also nochmals auf hier die Füllfederhalterspitze oder Zeichenstiftwerkzeug oder Pfadwerkzeug oder drückt einfach den Buchstaben P, somit habt ihr das und markiert euch das Teil und zieht dann, ihr seht, wie schön das funktioniert, sauberer geht das nicht. Hier wieder Alt gedrückt, entsperrt, Punkt setzen, Linksklick, ziehen. So eine kleine Eselsbrücke hat mir, ich weiß nicht, von wem ich das habe. Ich glaube, das war der Captain Hollywood. Und zwar ist das diese, ihr setzt wieder den Ankerpunkt und geht einfach dieser Linie entlang, die ihr nachher folgen wollt. Also den darauf folgenden Teil. Seht ihr das? Ich gehe hier oben an dem Pfad entlang und ziehe so lange, bis das deckungsgleich ist. Drücke wieder Alt, entsperre wieder, nehme hier diese Möglichkeit, gehe wieder mit gedrückter Leertaste, halte die linke Maustaste gedrückt und gehe jetzt dieser Linie entlang. Und da seht ihr, achtet aber, der Trick ist dabei, immer die Linie, die ihr zeichnen wollt, im Auge zu behalten. Und das, ja, da tun sich dann viele schwer zu Anfang. Nicht nur viele, ich auch.
Ankerpunkt setzen. Hier müsst ihr diese imaginäre Linie weitermachen. Und schon passt das. Ja? Halt wieder. Damit ihr mal seht, wie schnell das geht. Im Prinzip ist es immer dieses Ziehen und Fallen lassen. Ja, ziehen. Viele machen auch Einzelklicks ja hier so, das geht auch. Ne? Das geht auch, das ist nachher auch machbar. Ja? Das ist dann nicht so professionell, wie es eigentlich sein sollte. Aber hier, wenn man hier mal Gummi gibt, sprich Speed dran macht, dann ist das eine Arbeit von, ich sag mal 3 Minuten. Ja? Dann ist das erledigt. Ja, auch hier wieder der Form folgen und schon passt das. Ja, Alt drücken, entsperren. Hier auch wieder lang gehen, Alt nehmen, entsperren. Ja, hier bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Hier drücke ich, ziehen, 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 ziehen. Wunderbar. Viele machen es auch so, dass sie innen von dem Teil gehen, was man aussparen möchte und verschenkt so einen Pixel. Somit hat man nachher, wie soll ich sagen, sehr, sehr saubere Ausschnitte. Ja, ihr seht das hier, guckt, wie sich das da gibt. Ich würde euch empfehlen, so habt ihr es. Ich bin verzweifelt an diesem, wirklich, also das ist jetzt kein Blödsinn. Ich bin daran verzweifelt an diesem Werkzeug, bis ich gesagt habe, pass auf, ich werde das jetzt so lange probieren, bis das in Fleisch und Blut übergeht. Ich sag euch, ich habe mir gesagt, so, ich werde jetzt jeden Tag werde ich jetzt eine Stunde üben. Und das habe ich auch gemacht. Und siehe da, nach einer Stunde hatte ich es geschafft. Nach einer Woche war ich fit. Ich drücke über auf STRG 0. Rechte Maustaste. Aber lassen wir das mal. Ich erstelle mal keine Form. Der große Vorteil von diesem Tool ist ganz einfach. Wenn ich mir das jetzt im Nachhinein nochmals anschaue, ja, und ich der Meinung bin, das ist nicht so geworden, wie ich das möchte, wie zum Beispiel, wie ihr hier seht, ja, da könnt ihr die Form noch bearbeiten. Das heißt, ich muss diesen Pfad wieder öffnen. Das heißt, ich gehe hier drüber, bis das auf Minus ist, drücke dann die STRG-Taste und klicke dann einmal mit der linken Maustaste drauf. Das hat zur Folge, dass ich diese Ankerpunkte wieder bearbeiten kann. Und da seht ihr diesen Punkt hier, mit diesem Ausleger hier, kann ich jetzt, wenn ich vorher die Alt-Taste drücke, kann ich diese Linie verändern. Seht ihr das? Loslassen, geht zum nächsten Punkt. Bis dieses Minuszeichen kommt, drücke die STRG-Taste, kann entweder diesen Punkt dann verschieben oder mit gedrückter Alt-Taste diese Linie vervollständigen. Und so kann ich jetzt hier eine Korrektur vornehmen, um das eben perfekt
auszurichten. Auch hier mache ich wieder, also ich habe das ja auf die Schnelle gemacht, ich will das jetzt nicht hier, das geht weit, auch beim ersten Mal weitaus sauberer, aber ich habe es einmal schnell gemacht, SRZ nehme ich zurück, ja, Alt, perfekt, hier gehe ich wieder drauf, STRG-Taste gedrückt halten. Kann ich hier noch was korrigieren? Ah, hier steht die Linie schon. Drücke ich wieder auf Alt. Ja, wunderbar. Kann ich das ändern? Schaut immer bevor ihr die eine. Es muss sich irgendwas tun hier. Es muss von diesem. Was soll das sein? X oder was soll das sein? Ja. Wenn es sich zu diesem Minuszeichen gewandelt hat, drücke ich die STRG-Taste und dann kann ich diesen Ankerpunkt bewegen. Ja? Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ihr seht das hier, hier fahre ich wieder drüber, STRG, setze ich mal ein bisschen darunter. So sieht das super aus hier, den setze ich auch noch da. Und so kann ich jetzt diese Form, die wir hier gezeichnet haben, kann ich dann korrigieren. Ich drücke mal auf 0 und jetzt gehen wir hin, rechte Maustaste, Auswahl erstellen. Bei sowas würde ich immer eine weiche Kante nehmen, damit sich das Objekt, was ich hier freigestellt habe, dann auch nachher in dem Hintergrund, wo ich es einfüge, besser integriert. Ich mache auf OK. Die Auswahl hat sich erstellt. Meine Maske drauf. So, schauen wir mal, was wir hier fabriziert haben. Machen wir eine Farbfläche. Ja, lass mal so rot. Ihr seht, perfekt ausgestellt. Also so werdet ihr das nie mit einem anderen Werkzeug hinkriegen. Außer mit diesem Fahrtwerkzeug. Oder wie nennen es Photoshop, werde ich mir nie merken können. Haha, Zeichenstiftwerkzeug. Ja, also besser wird es nicht gehen. So, das wäre es eigentlich gewesen. Das ist bei weitem noch nicht alles. Ich wollte jetzt nicht so viele Shortcuts bzw. Möglichkeiten im ersten Video oder Tutorial zu dem Fahrtwerkzeug raushauen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe mir so viele Videos angeschaut und wenn mich eins irritiert hat, dann waren es die vielen Tastenkürzel und die Shortcuts und was weiß ich nicht alles. Das hat mich mehr verwirrt als alles andere. Bitte, nehmt euch das Fahrtwerkzeug zur Brust, übt das jeden Tag meinetwegen eine Stunde und dann werde ich zum das nächste Video, was ich zu diesem Werkzeug erstellen werde, noch andere Shortcuts und Tricks zeigen, die einem das Freistellen noch erleichtern. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen und gebt euch mit auf den Weg. Bitte, nehmt euch die Zeit und erlernt das, weil das ist mittlerweile zum Freistellen mein Lieblingswerkzeug. Besonders, wenn es hier um solche Objekte geht. Ja? Ja? Besonders dann. Also ich rede jetzt nicht von Fell oder Haar freistellen, sondern hier von Autos und allen möglichen geometrischen Formen. Ja? Da möchte ich darauf nicht mehr verzichten. Also, das wäre es gewesen für heute. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es wieder mal gefallen. Und solltet ihr Fragen haben, bitte unten drunter. Die Datei vom Auto, die werde ich auch noch da drunter laden, so dass ihr da an dem Auto auch üben könnt. Oder, naja, ihr habt sicherlich auch eigene Bilder. Also macht das und bitte gebt euch die Zeit und lernt das. Also, das wäre es gewesen. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.